Zu guter Letzt darf ein Mann nicht vergessen werden, der so etwas wie der Leonardo da Vinci des 20. Jahrhunderts war. Engelbert Zaschka, ein Universalgenie. Er komponierte Musik, konstruierte Fahrzeuge und Flugzeuge. Der Freiburger war ein Visionär. Wo andere nur Bestehendes besser machen wollten, wollte er Neues erschaffen. Wie zum Beispiel den Helikopter. Engelbert hat schon sich sehr früh für den Hubschrauber interessiert und hat dann 1917 schon ganz konkret an dem Hubschraubermodell, das er letztlich im Jahr 1927 dann verwirklicht hat, geforscht, gearbeitet, getüftelt, sich Gedanken gemacht, wie kann ich das umsetzen technisch. Er hatte Erfolg. Sein Senkrechtstarter funktionierte. Er hat insgesamt zwei Modelle entwickelt. Einmal im Jahr 1927 und dann im Jahr 1928 ein zweites Modell. Man muss dazu sagen, dass die Hubschrauberentwicklung ja noch in den Kinderschuhen war zu der Zeit. Engelbert Zaschka war wirklich einer der ersten deutschen Ingenieure, die da mit dran gewirkt haben an der Entwicklung des Hubschraubers. Und er hat dann den Begriff Rotationsflugzeug geprägt, also wirklich eine Wortneuschöpfung. Für Zaschka war die damals übliche Fliegerei langweilig. Den Atlantik überfliegen, gut und schön. Aber solange man nicht auch in einem Hinterhof landen könne, sei man nicht am Ziel, meinte er. Mit solchen Ideen stand er damals ziemlich allein. Das war damals für viele, auch in den Ämtern, in den Behörden, also da, wo wirklich auch die Fördergelder waren, das waren, oder Sponsoren generell, war das Neuland. Das war ein Gerät, das so nicht bekannt war. Das existierte nicht. So, für uns ist das heute selbstverständlich Hubschrauber, ist doch klar, Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauber. Für uns selbstverständlich, wenn wir das heute in Nachrichten hören oder selber sehen. Aber damals war das was völlig Neues. Genau wie eine andere Idee Zaschkas. Das Faltauto. Menschen brauchen keine rollenden Statussymbole. Menschen brauchen Mobilität. Also Engelbert war definitiv seiner Zeit weit voraus. Also er hat damals dieses Parkplatzproblem schon erkannt, dieses Raumproblem. Und das Prinzip war dann eben, ich kann mein Auto dann im Hausflur oder im Keller abstellen, wenn ich es zusammenklappe, zusammenfalte. Auf- und Abbau gingen kinderleicht. Innerhalb von nur 5 Minuten wurde man vom Fußgänger zum Autofahrer. Damals war Mobilität noch sehr, sehr teuer in den 20er Jahren. Kaum jemand konnte sich ein Auto leisten. Dann hat er eben gesagt, okay, ich will für die Menschen auch oder für die Leute hier in Berlin zum Beispiel oder in den Großstädten auch bezahlbare Mobilität haben, also ein günstiges Auto entwickeln, dass man dann raumsparend und dann in dem Fall auch steuerfrei und führerscheinfrei fahren kann. Zugegeben, Faltautos à la Zaschka sieht man heute selten. Wenn, dann an ungewöhnlichen Orten. Zaschka hatte große und kleine Visionen. Er erfand Faltski für den Rucksack, Faltautos und Falträder. Je kleiner ein Gebrauchsgegenstand, desto größer seine Wirkung. Aber für solche Ideen war die Welt noch nicht so weit. Letztlich war auch das Falten ein Tick von ihm. Also dieses praktische Denken für den kleinen Mann, auch diese soziale Einstellung dabei, das war letztlich auch etwas, was ihn getragen hat. Er hat gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also geht nicht, gibt's nicht. Das ist das Prinzip. Geht nicht, gibt es nicht. Engelbert Zaschka starb 1955. Ein Freund schrieb, leider ist ihm nicht der Erfolg beschieden worden, den er verdient hätte. Aber so ist es vielfach im Leben. Andere ernten, was Erfinder in stiller, mühevoller Lebensarbeit entwickelt haben. So war es auch bei Engelbert.